Lehrer über die Häuschen sind, und schnurrt Gott voll auf, was sind, wo sie haben uns auf der Zulune gegangen, ja, muss Gott auf der Gase nach, noch schon einmal, die Tiere nun wissen, so und auf, so und nun machen wir nur die Fürchtchen, denn auch für den Mensch, den haben wir von dem, wo man sieht, schau ich. Yay, mein Insta geht wieder, ich freue mich mega. Ey, vorhin habe ich schon wieder Chinesisch gesprochen, sorry Alex, aber ich habe so komisch gesprochen. Ja, ich freue mich, Insta geht. Ich habe vorhin einfach rückwärts gesprochen, schrecklich. Ich fahre Auto, mache eine Story, aber ich gucke auf die Straße, keine Sorge. Also brauchte ich keine Sorgen machen, ich kann Auto fahren. Oh Gott, ich habe mich vorher so über einen Autofahrer aufgeregt, das war immer schön, ey. Sag mal, Leute, spinnt euer Insta auch zurzeit so extrem? Ich wollte schon wieder eine Story machen und ich bin gespannt, ob ich nicht wieder rückwärts spreche. Ich bin wieder bei meinen Eltern. Ich wollte euch was erzählen und ich weiß nicht, ob es Insta geht. Ey, Leute, das ist so ärgerlich mit dem scheiß Instagram, Mann. Das macht gar keinen Spaß, so eine Story zu machen, wenn es so rumspinnt. Also, ich wollte sagen, der Autofahrer vorher, der hat mich so aufgeregt. Ich habe Julia vorher die Story erzählt. Ich war mit ihr nämlich vorher essen und ich habe mich schon so ausgekotzt bei ihr. Dieser Moment, wenn man wieder bei seinen Eltern ist und kein Bachelor in Paradise gucken kann, weil der Vater was am Fernseher schaut und der andere Fernseher nicht eine gute Qualität hat und man sich denkt, okay, dann schaue ich lieber einfach später die Wiederholung im Internet. Seid ihr auch Last-Minute-Geschenkekäufer? Julia und ich haben für unsere Väter Last-Minute noch ganz schnell im Edeka schöne, leckere Geschenke geschenkt. Leckere Pralinen gekauft. Ihr Vater guckt die Story nicht, den kann ich ja glaube ich sagen. Okay, ich muss die Musik definitiv leiser machen, die ist etwas arg laut. Was ich sagen wollte ist, ich wollte vorhin eigentlich eine normale Story machen. Hab dann auf Plus gedrückt, weil ich absolut wieder keine Zeit hatte und bin losgefahren zu Julia. Was ist dann passiert? Als ich mir später die Story angeschaut habe, weil ich dann ein bisschen Luft hatte und nicht mehr so im Stress war, sehe ich, dass ich wieder komische Sprache spreche, wieder so rückwärts, so ganz komisch. Oh Mann. Ihr Lieben, ich habe eine Idee für eine Umfrage, weil das würde mich jetzt echt mal brennend interessieren, wer noch so Probleme hat mit seinem Instagram. Oh, jetzt habe ich gutes Selfie-Licht entdeckt. Wer hat noch Probleme mit Instagram? Ich stelle jetzt die Umfrage, ihr Lieben. Ja, ich sollte vielleicht auch auf den Button Umfrage klicken und die Frage stellen. Oh mein Gott, das Licht ist voll schön. Ich bin plötzlich so hell und ich habe so helle Zähne und ich habe einen kleinen Knall. So, ihr Lieben, ich habe den Button gefunden. Der Button, der normalerweise einen immer näher ranzoomt, der Button ist jetzt für eine normale Insta-Story. Immer wieder ist es ein Experiment und was Neues herauszufinden, wo der richtige Button ist. So, mal schauen, ob es immer noch dieser Button ist. Also, ich stelle jetzt die Umfrage. Oh mein Gott, Katastrophe, wirklich. Also, der Autofahrer vorher hat mich übelst aufgeregt. Ich erzähle lieber nicht so viel über ihn, sonst reg ich mich wieder mega auf. Doch, ich erzähle euch gleich von dem, aber ich sage euch, oh Gott. Moment, wenn man eigentlich lauter gemacht hat, aber irgendwie die Musik immer noch mega leise ist. Ernsthaft? Warum war die jetzt gerade wieder so leise? Okay, also ich erzähle euch jetzt gleich von diesem schrecklichen Autofahrer. Das war Nötigung, was der gemacht hat, der Typ. Nicht. So, ich habe eigentlich gute Laune, ne? Aber dieser scheiß Autofahrer, Leute, ich bin fast durchgedreht. Der ist 120 konstant links gefahren. Klicke ich den Button und dann erzähle ich von dem Autofahrer. Nein, der Autofahrer, also das passt gar nicht. Ich frage euch jetzt nochmal, Leute, spinnt euer Insta auch so, wie meins gerade rumspinnt? Ja oder nein? Dieser Moment, wenn man kein gutes Selfie-Licht mehr hat, weil man 5% Akku hat und deswegen jetzt am Laptop in der Dunkelheit sitzt und einfach das schlechteste Selfie-Licht ever hat, aber egal. Vincent hat so tolle Lieder. Ich liebe seine Lieder. Sind so schön. Also Leute, mit der Autofahrer, der hat mich übelst aufgeregt, ne? Der ist die ganze Zeit links gefahren. Ich komme ewig angerast, wie so eine Irre, weil es waren einfach unbegrenzt. Also es war unbegrenzt zum Autofahren. Er war einfach 120 die ganze Zeit links. Ah!
Irgendwann habe ich das getan, was ich tun musste. Ich habe ihn halt überholt von da, wo man es eigentlich nicht darf. Ich erzähle lieber nicht weiter, falls die Polizei oder so zuschaut, was ich mal nicht glaube. Ich habe ihn dann eben überholt, er ist dann rübergezogen. Ich habe dann noch so die Kurve gekriegt, ey. Also es ist nichts passiert, aber Leute, sorry. Die ganze Zeit ist irgendein Autofahrer links gefahren, mega langsam. Da war eine riesen Schlange, ja. Es gab keinen Stau, es gab keinen Unfall. Ich weiß nicht, warum die so langsam gefahren sind. Und dann fährt dieser linke Van vor mir, also links die ganze Zeit so lang. Ich kam schon ewig schnell angefahren, weil ich halt gedacht habe, das ist unbegrenzt. Ich kann jetzt Gas geben und er fährt einfach konstant so langsam. Das war Nötigung. Was der getan hat, war absolute Nötigung. Das ist nicht mehr schön gewesen. Da hat mich sowas von extrem provoziert. Oh, jetzt rede ich über schöne Dinge. Kein Bock mehr über diesen Vollidioten, Schwachmaten, Vollhonk zu reden. Ich krieg da nur Aggression. Julia hat schon einmal eine, meine Story sich angehört und auch, ich habe mich schon bei ihr richtig ausgekotzt. Also, mir geht's schon besser. Vielleicht mache ich nachher noch eine Story. Ich esse jetzt lecker Eis mit meiner Family Magnum. Und danach schaue ich mal, was für einen Film ich schaue. Und dann ist Family Time angesagt. Vielleicht schaue ich mit meiner Mom Film, mit meinen Eltern oder alleine mal gucken. Aber ich chill jetzt einfach. Ich wünsche euch einen tollen Abend. Bis bald. Ciao, ciao. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión.